Hallo, willkommen zu Nerd und Spielt. Das letzte Mal hatte ich ja in Anthem den Kampf gegen Eskari geschafft. Jetzt soll ich mit Aruna reden, die wir vorher noch befreit hatten. Das machen wir jetzt auch mal. Sehen, wo die ist. Ob die auch bei Matthias ist. Bei den drei Matthiasen. Nee, scheint da hinten zu sein. Dann da ist er. Gut. Du bist hier. Die Ja. Proben, die du mir gebracht hast. Was war das? Also ursprünglich mal Dominion-Soldaten. Sowas in der Art dachte ich mir schon. Realitätsverfall ist keine schöne Sache. Realitätsverfall. Wenn ein Gestalterinstrument auf die Hymne zugreift, hat das Auswirkungen auf die Realität. Und die Realität ist viel instabiler, als du denkst. Eine falsche Variable und die gesamte Gleichung bricht in sich zusammen. In diesem Fall die Realität. Diese Dominion-Soldaten, was auch immer mit ihnen geschehen ist, hat ihr Wesen verändert. Das Grundgerüst ihrer Existenz. Aber dabei ist ein Fehler passiert. Irgendetwas ist schiefgegangen und sie haben sich aufgelöst. Was hat das jetzt mit Matthias zu tun? Was immer diesen Dominion-Soldaten zugestoßen ist, das ist auch mit Matthias passiert. Oh. Du willst damit doch nicht etwa sagen? Die Mannigfalt hat ihn beeinflusst. Das bedeutet eher, sie sind jetzt instabil und in echter Gefahr. Ich muss los. Aha. Ich könnte wirklich eine beruhigende Tasse Tee vertragen. Was kann ich denn hier zufügen? Ja, meine Vollversion. Dann gehen wir mal hier wieder zurück. Ich denke mal, in der Vollversion werde ich dann recht schnell mich hier zurechtfinden. Momentan ist es noch alles etwas irgendwie. Weiß nicht. Du bist wieder da. Das bist schon du, oder? Meine Augen wollen nicht so ganz, wie ich will. Oh, wo oh. ist Sumner? Und wo ist die Mannigfalt? Ihm ist der Geduldsfaden gerissen. Er wollte seine eigene Theorie austesten. Er hat sich die Mannigfalt geschnappt. Und er hat mich geschubst. Nicht zu heftig, aber das hat meine Gefühle verletzt. Was hat Aruna gesagt? Die Dominion-Soldaten wurden von so einer Art Realitätsverfall betroffen, als sie sich teilten. Die Realität wurde auf unbeabsichtigte Weise verändert. Und deshalb haben sie sich in Wackelpudding verwandelt. In Gelee, das ich nicht festigen konnte. Oh, das erklärt, warum ich mich so seltsam porös fühle. Das ist, nun ja, es fühlt sich nicht toll an, sagen wir mal so. Und meine Gliedmaßen funktionieren auch nicht richtig. Wir brauchen Sumner. Und die Mannigfalt. Da sie den Effekt hervorgerufen hat, muss sie auch ein Teil der Lösung sein. Wisst ihr, wo er hin ist? Er meinte, dass er einen Drink braucht. Vielleicht die Bar. Ein Anfang. Wie lange habe ich noch? Ich rieche verbrannten Toast. Also nicht mehr lange. Bitte beeil dich. Oh. Lady Cardea und Kommandant Poole, wie? Das Thema in den Plattballen. Sammler in der Bar finden. In der Bar war ich ja schon mal. Da geht's runter, dann hier links runter. Ja, die ganzen Hinweise hier kann ich nicht hinzufügen. Ich kann Sumner nirgendwo sehen, aber da ist Aruna. Vielleicht hat sie ihn gesehen. Du solltest sie fragen. Hey, Freelancer. Lass mich raten. Du bist auf der Suche nach Matthias. Ja, nach einem Teil von ihm jedenfalls. Er wollte einen Drink, durfte aber nicht rein. Er hat schon seit Monaten Hausverbot. Wunderbar. Also ist er weg. Ich wollte mit ihm über die Proben reden, die du gefunden hast. Aber das hat ihn nicht interessiert. Er hat sich ja schon immer leicht ablenken lassen. Aber er war noch nie unhöflich. Das war komisch. Es ist kompliziert. Der Matthias, den du getroffen hast, das war Sumner. Wo ist seine raue Seite? Wir müssen ihn finden. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis der Realitätsverfall einsetzt. Verstanden. Okay. Was jetzt?
Ich kann Sumner nirgendwo sehen. Vielleicht hat er noch seinen Link bei sich. Stell eine Verbindung her. Ich empfange den Link, aber irgendwie kann ich keine Verbindung herstellen. Aber seinen Standort kann ich verfolgen. Hab ihn. Er ist bei der Schmiede. Was wohl bedeutet, dass er mit einem Chaplain raus will? Sumner sei hier. Ich sehe ihn nicht. Nein? Lass mich mal die Schmiedeaufzeichnung überprüfen. Sieht aus, als hätte er einen Javelin genommen. Geht das? Kann er den überhaupt fliegen? Sicher nicht sonderlich gut. Er hat das Fort vermutlich schon verlassen. Du solltest ihm am besten hinterher, falls es Ärger gibt. Okay. Ich soll also wieder raus. Ich wollte aber erstmal gucken, ob ich irgendwas habe, was ich nutzen kann. Okay. Gewöhnliches Sturmgewehr. Also das wäre schon mal besser. Wuchtstoß. Nehmen wir mal das. Ausgerüstet. Ah, jetzt kann ich hier so, jetzt habe ich da schon mal zwei Waffen. Abschussvorrichtung. Lenkrakete. Habe ich auch nur eine Lenkrakete. Ich habe noch eine Granate. Da habe ich auch nichts anderes. Komponenten. Nahkampfinschrift, Rüstungsverstärkung. So, dann haben wir schon mal eine Rüstungsverstärkung. Polberg-Punkt. Ja, super. Jetzt macht es langsam Spaß, Zeit Eindruck zu schinden.
Folien? Zustand. Ah, kann ich auch sagen, dass es irgendwie abgewetzt ist. Und Animation und Farben und Beine und überhaupt. Okay. Jetzt habe ich alles ein bisschen verbessert. Was habe ich denn für Browse-Gegenstände? Was ist das? Schildsiegel? Wärmesiegel? Ich habe keins. Die kann ich alle nicht herstellen, weil ich kein Ember habe. Und einen zweiten Slot habe ich nicht. Gut, dann nächster Versuch. Okay, jetzt habe ich das, was ich schon gelesen habe, diesen Infinite Load Stream. Den muss ich wohl nochmal abbrechen und nochmal reingehen. Okay, ich muss Sumner aufspüren. Hast du Sumner schon gefunden? Er hat das Fort verlassen. Ich versuche ihn einzuholen. Beeil dich. Matty hat die Fähigkeit verloren, Zeit und Raum normal wahrzunehmen. Wie bitte? Es ist kompliziert. Ich mach's so schnell es geht. Darum. Also das ist ja schon schön hier rumgleiten. Gleich haben. Okay.
mal, dass wir hier gekühlt weiterfliegen. Okay, da irgendwo. Ich empfange etwas. Scar! Scar? Da. Na? Wo ist denn was da? Komm mal her. Oh, diese scheiß Minen. Noch welche? Thank you.
haben nicht gezögert, dich anzugreifen. Glaubst du, dass sie Summer in einen Hinterhalt gelockt haben? Würde ich nicht ausschließen. Er muss in der Nähe sein. Aber er könnte verletzt sein oder noch schlimmer. Du musst ihn finden. Schnell. Summer ist nicht in dem abgestürzten Anzug. Er muss ihn aus irgendeinem Grund abgelegt haben. Okay. Hallo, Freelancer? Bist du das? Summer? Matthias? Ja, ich bin's, dreckige Scar. Ich wusste, dass ich keine Chance gegen die hab. Und dann habe ich die Felsspalte entdeckt. Und mit dem Javelin hast du da nicht reingepasst? Warte mal. Ich glaube, diese Passage führt zu der Ruine, nach der ich gesucht habe. Ich werde ihr weiter folgen. Bleib, wo du bist. Ich komme schon klar. Und ich bin ja auch schon hier. Es wird noch einen anderen Eingang geben. Wir sehen uns drin. Ah. Na komm schon, spring! Machen wir so. Okay, wir suchen jetzt noch den anderen Eingang. Er ist irgendwo unterirdisch gefangen. Wie geht's Matty? Keins seiner lebenswichtigen Organe hat sich bisher verflüssigt. Lebenswichtige Organe? Was ist mit den nicht lebenswichtigen Organen? Bring einfach die Mannigfalt und Sumner so schnell wie möglich zurück. Na klasse. Dann fliegen wir mal hier hoch. Dann wahrscheinlich hier durch. Ja.